Herzlich willkommen zur nächsten Folge von PS 2016. Werde zur Legende. Wir spielen gegen Borussia Dortmund und Xavi. Ja, Xavi. Und ja, dann gucken wir mal, wie es heute läuft. Ich hoffe, euch wird es wieder gefallen. Lasst gerne den Daumen nach oben, das wäre cool. Diesmal auf Profi. Ich weiß nicht, wie gut ich heute im Profi bin. Man weiß ja nie. So. Unsere Jungs laufen. Ich kann ja jetzt auch zentrales offensives Mittelfeld. Oh, schade. Ohohoho. Das war ein schöner Schuss, aber auch richtig schön gefangen von Weidenfeller. Xavi, weiter Ball nach vorne. Schön erobert. So. Habe ich gezögert. Ah! Rot, Mann! Rot, ey! Gib ihm Rot! Nein, ist alles okay. Schön. Noch hier unten entlang. Hui. Ganz knappe Kiste rüber, doch. Ganz knapp. Oder? Da kommt meine Flanke. Doch nicht so knapp. Ich dachte, das war richtig knapp, aber das war es dann doch nicht. Oh Mann. Okay, 15 Minuten. Wir stehen doch gar nicht mal so schlecht auf dem Feld. Sieht doch gut aus. Ja. Drogba. Didi Drogba. Wie heißt der? Didier oder so? Ich weiß nicht. Ja. Kann man machen. Also wir müssen da echt jetzt einen guten Weg durchfinden, ne? Borussia Dortmund steht natürlich nicht schlecht. Oh, viel zu weit. Schwierige Geschichte da gegen Borussia Dortmund, finde ich. Stehen natürlich hinten auch nicht schlecht. Hin da bitte. Immerhin. Xavi, super Passaktion. Der hat es richtig gut drauf. Ist ja auch ein Held sozusagen, ne? Hat deswegen auch sehr gute Bewertung. So. Jawohl! Ja! Oh, zweimal Schuss angetäuscht. Da, yo, zu mir. Yo. Ja, zack, kommt der auch zu mir. Noch einmal. Noch einmal und dann. Fieses Ding. Den kann man echt fast gar nicht sehen. Durch die beiden durch. Boah. Wahnsinn. Und jetzt da durch. Also, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Alles klar. 1:0. Gegen Borussia Dortmund. Wir spielen gut zusammen. Sobald auch meine Chemie besser wird, ja, also die Teamchemie, spielt es sich vielleicht auch ein bisschen besser. Das ist ja das große Geheimnis bei MyClub. Wenn du schlechte Teamchemie hast, gegen ein Team spielst, was gute Chemie hat, dann bist du komplett am Poppes. Hinder bitte, Hinder, ein da. Super. Ah. Ja. Sehr schön. Ich probiere gerade so ein bisschen das Feeling zu kriegen, wie das mit den Schussantäuschen und so weiter funktioniert. Da bin ich noch nicht so gut drin.
Deswegen benutze ich das gerade so ein bisschen mehr. Na, einer dazwischen gekommen. Ich versuche auch ein bisschen meine Fernschüsse ein bisschen rausholen, weil die ja doch recht gut sind. Ich bin ja Distanz-Torschütze. Nach hinten abgelegt. Komm, geh rauf. Verdammt, ja, scheiße, das war schlecht von mir. Sorry, Jungs, richtig sorry. Den hätte ich echt besser verwerten müssen. Entweder abgeben oder, keine Ahnung, das war schlecht von mir. Boah! Katschunga hat das gut geahnt, der Pass war auch richtig schön. Oder die Flanke. Hey, ich habe passen gedrückt. Sie sind einfach nicht losgeworden im Ball. Okay, wir führen 1-0. Das ist sensationell. Das ist überragend. Gegen Borussia Dortmund. Mal sehen, was die zweite Halbzeit jetzt verspricht. Wir haben mehr Auflauf im Prinzip. Also ich darf jetzt fast jedes Spiel von Anfang an spielen. Einmal spielt er flach. Einmal spielt er den Ball flach. Kann es probieren. Man kann es einfach mal probieren. Wenn ich so ein Ding einfach mal reinballer, ey, dann drehe ich durch. Dann drehe ich komplett durch. Ich glaube, ich muss ein bisschen anders stehen. Ich muss noch ein bisschen anders stehen. Ich habe halt noch nicht so die Erfahrung, wie man schöne Fernschüsse reinknallt. Wie viel Druck man da haben muss. Ihr seht ja, mein Finishing ist vielleicht auch noch nicht so das Beste. Oh, oh. Drogba schmeißt sich da rein. Okay. Ja. Was ist da los mit Schmelzer? Gott, das war aber krass. Also schön, dass man mich noch versucht, da anzuspielen, ohne dass ich das gefordert habe. Das habe ich gefordert. Hin, 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 hol dir das Ding. Wir kämpfen da um jeden Ball. Ich versuche immer ranzugehen, irgendwie. Versuche mich wieder zu positionieren in der Mitte. Ah, da behindern sie sich gegenseitig. Okay. Danilo Soares für Hübner. Auf Gündogan, Xavi. Komisch, dass Gündogan sowieso nicht von Anfang an gespielt hat. Unser Ball. Ich stehe hier in der Mitte. Ah, die rücken jetzt natürlich sehr gut auf. Aufpassen, Katschunga. Gut. Shit. Ich wollte einfach raufhalten. Das ist echt eine super Taktik. Man muss einfach schön raufballern. Aus der zweiten Reihe mal. Mist.
Haha. Oh, fuck. Direkt die Quittung bekommen. Mann, Mann, Mann. Freistoß, wer darf? Okay, wie wär's hier? Oder direkt? Ja. Ist gut, ist gut. Und schießt er da nach vorne. Haben wir. Super. Ach, schade. Jetzt sind sie da durch. Es steht nur 1-0. Abgewehrt. Sehr gut. Ich stehe im Abseits. Sehr schlecht. Aber okay. Drogba. Sehr witzig, Drogba. Bei Dortmund und Xavi. Auch. So, hier hinten steht fast keiner. Wir stehen da richtig offensiv. Okay, dann mal ab, ne? Ich hab den Ball leider nicht gekriegt. Der wurde mir echt ein bisschen doof zugespielt. Hat sich so entfernt von mir. Die letzten Minuten. Nachspielzeit kommt jetzt. 4 Minuten. Lass doch Bunny schießen. Das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich. Den schießen zu lassen. Hier, ich stehe. Ey! Scheiße, scheiße, scheiße. Keeper. Okay, haut er weg. Sehr schön. Also, es war nicht überragend, die Partie. Ich habe ein Tor geschossen. Ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr machen können. Dortmund kommt gar nicht so richtig ins Spiel. Ein Schuss nur. Obwohl auf Profi. Aber es ist schon ein bisschen zäher. Vielleicht... Wir bleiben jetzt mal ein paar Spiele noch auf der Schwierigkeit. Und dann gucken wir. Also ein Sieg rausgeholt, definitiv. Das ist gut. Ja. Durchschnittsnote 6,2, 11 Tore, 5 Vorlagen. Ballkontrolle muss noch ein bisschen steigen, ne? Das sehen wir ja. So, viel gibt es hier nicht zu sehen. Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders. Ich glaube, ich bin nicht dabei. Leider wurden sie nicht auserkoren. Schade. Na, dann mal weiter vorspulen. Ich bin sehr zufrieden, dass wir hier das Spiel so gut gemacht haben. Darmstadt ist unser nächster Gegner. Das ist ja ein Spiel auf Augenhöhe, könnte man sagen. Gibt ein Bestes. Okay, 87% Vertrauen. Und ich bin jetzt bei der Torjägerliste auf Platz 3 mit 11 Toren. Das finde ich sehr gut. Ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.